Hey, hey, yo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Portal Reloaded. Nachdem ich mich über Portal 2 beschwert habe, dass es so schwer war, dachte ich mir, ja, jetzt spiel mir was Einfaches. Ja, gut. Portal Reloaded. Portal 3, nur nicht von den offiziellen Entwicklern. Genau. Portal Reloaded, ihr findet den Link und das alles unten in der Videobeschreibung zum Mod, zum Ersteller, ist ein Fan-Mod gemacht für Portal 2, den ihr euch einfach auf Steam runterladen könnt. Ihr müsst da gar nichts groß installieren, einfach auf Steam runterladen und ihr habt das Game. Ist der Wahnsinn. Das Ganze basiert auf der Portal 2 Engine, hat aber nicht direkt was mit Portal 2 zu tun. Also ihr habt jetzt nicht die Story von Portal 2, die fortgeführt wird oder sonstiges. Da gäbe es noch Portal Stories Mel. Das würde ein bisschen irgendwie die Story aufgreifen. Das ist aber ultra, ultra schwer, deswegen lasse ich das. Portal Reloaded. Portal 3 bringt ein drittes Portal mit sich. Was irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat. Bitte helft mir. Ich muss ganz dringend los. Ich würde sagen, ohne groß drum herum zu reden, ich habe schon die Option gemacht, das Spiel startet einfach in 620x800 Pixel oder so. Und das hat meinen kompletten Desktop natürlich gerippt. Und dann muss ich das erstmal hochstellen auf 4K. Ihr kriegt das Ganze leider nicht in 4K. Es tut mir leid. Aber ich muss es mir auch mal ein bisschen... Nein, das schaffe ich einfach nicht in 4K aufzunehmen. Aber dafür läuft es in 4K. Und jetzt starten... Map Selection? Man kann jetzt schon direkt das Finale spielen? Ja, das finde ich doof. Ah ne, wartet mal, das läuft ja über Portal 2, das sind die Speicherstellen von Portal 2, deswegen steht da auch schon alles. Egal. New Game. Ja. Let's go. Ui. Oh Gott. Geht schon los? Nee. Ihr seht die Maus? Sehr schön. Das ist wichtig. Da unten lädt es. Da drüben seht ihr so kleine Portale. Das ist auch das Bild. Wenn ihr es runtergeladen habt auf dem Desktop, habt ihr diese kleinen Vierecke. Hello, test subject. 4, 5, 0, 9. You have been in stasis for 16 days. Wir haben keine Untertitel. Dabei habe ich Untertitel doch angemacht, oder nicht? Subtitles. Subtitles auf German. Ich will das. So, und dann. Auf Deutsch! Boah, hier gibt's ziemlich viel. Auf German. Das bleibt nicht eingespeichert. Wir haben ein Problem. Soundqualität hoch. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist, das muss ich noch gucken. Ich mach's lieber ein Stückchen zu leise als zu laut. Das kann ich nachher dann machen. And four decades. Wir sind seit 16 Tagen und 4 Jahrzehnten hier drin. Ich möchte mich beschweren, meine Maus ist ultra schnell. Oh, es geht da lang. Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. Ist Deutsch. Alles gut, wir sind damit zufrieden. You have been selected to take part in a very special testing course. Was da? Okay. Oh, meine Sicht wird am Rand so richtig verschwommen. That's weird. Das sind die ganzen Menschen in Stasis. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat. Lol. Blurry vision. Mhm. Or death. Ja gut, also death bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt von. Any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report. Hm? Ah, wir fahren nach links. Okay. Ich finde, meine Maus ist noch ein Stück zu schnell. Ich konnte das alles nicht testen. Ich wollte hier blind rein. Machen wir die Maus-Sensitivität doch noch ein Stück runter. Wahrscheinlich so wie bei Portal 2 auch. Na nee, gut, es ist trotzdem viel zu schnell. Da steht sogar was. Aperture Science. Will take you to your testing area. Ja, genau, you diese Röhre. There. Ja. Können wir... Wenn wir jetzt auch so rausgesaugt, so... Beam me up, Scotty. Okay. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Okay, ist ein bisschen weird, muss ich sagen, bis jetzt.
Also irgendwie, wir sind einfach Testsubjekt, weiß ich nicht mehr genau. Wir sind für 4 Jahrzehnte und wir müssen testen. Das war's. Okay? Also so wie Portal 1 die Story erstmal. Erstmal. Nee, Portal. Doch schon wie Portal 2 eigentlich. Okay, wir gehen hier wieder durch. Bitte nicht erschlagen. Dankeschön. Freundliche Kubusse. Kuben? Kubusse? Ich weiß es nicht. Hier geht's hoch und nach rechts und nach links. Hui. Ich glaube, das ist einfach nur eine überbrückte Ladezeit, I think. Könnte ich mir zumindest sehr vorstellen. Es geht schon lang. Und das ist das Ende. Nee. Oh, nicht schon wieder Chaos. These automated messages will guide you through your test today. Wir haben wieder ein kleines Fadenkreuz. Is programmed to open in approximately 20 years. Was? Nö. This test can be solved in 2 different ways. Option 1. Wait patiently. Option 2. Time travel to the future. The choice is yours. However, also, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue. Nein! The time portal will open and testing will begin in 3, 2, 1. Let's go, dann warten wir jetzt mal 20 Jahre. Nein, wir gehen natürlich dieses Portal, das öffnet sich hinter uns, ja. Ah, das ist... Welcome to the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the Enrichment Center has been left untouched for the last 20 years. You may see some signs of decay. Aber nur ein bisschen. The Enrichment Center is designed to withstand centuries. Ein paar Anzeichen für Verfall. Nein, das Botanikdesign. Wobei ich muss schon sagen, das sieht echt krass gut aus. Klar, es ist immer noch die Portal 2 Engine, aber es ist schon... Oh, hier gibt's wieder Anweisungen. Oh, wir dürfen nichts trinken, ist gefährlich. Okay. Das sieht so edel aus. Das sieht sehr edel aus, also im Vergleich. Bisschen. Klar. Hier geht's für uns weiter, sehr schön. Ja, gut. Naja, also... Also, this Aperture Science test subject teleportation device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. This process is absolutely safe. Usually. Usually. Okay, wir werden jetzt so wie in Luigi's Mansion dematerialisiert, Voxelporter-like und werden in diese Kammer. Okay, es lädt ziemlich häufig. Ich hoffe, das wird im späteren Spielverlauf ein bisschen besser, dass das nicht die ganze Zeit lädt, weil mich stört das dann schon irgendwie. Ich will das nicht immer, ich will nicht immer schneiden müssen, das ist so anstrengend. Und there we are back. These chambers will involve cube and button-based testing with the perks of time travel. War cool gemacht, ganz ehrlich. Vor allem dafür, dass ihr es kostenlos bekommt. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Moving a cube in the present will automatically update the location of the same cube in the future. Ah, ich verstehe. Wenn ich den also hier bewege, dann ist er in der Zukunft... Oh. Das heißt, wenn ich den Cube... Nee, es macht keinen Sinn. Wenn ich den in der Zukunft... This future version of the cube can be moved freely without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it. As long as the present cube's destiny is not altered in any way. Aber ich kann auch jetzt den da nehmen, hier hinlegen und dann ist der doch hier durch. Gott, das wird grauenhaft, ich sag's euch. Good. Please continue to the next chamber. Okay, das wird ganz weird, das wird ganz ganz weird, ich sag's euch. Oh, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Wir fahren da runter. The concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. Na, also bis jetzt habe ich noch keine Probleme. Sagen wir es mal so. Ja? Has an impact on the future, but not the other way around. Klar, wenn ich in der Zukunft was mache, dann, also wenn ich jetzt in 5 Minuten mein Handy auf den Boden werfe, dann ist es ja nicht jetzt schon kaputt.
Aber wenn ich es jetzt runterwerfe, ist es in 5 Minuten auch noch kaputt. Das macht Sinn. Ich verstehe das. Ich habe das in meinen Kopf innen drin. In my mind. Hier sind keine Kubusse, doch. Warte, das ist der Zukunftskubus. Der Zukunftskubus? Nee, das Gegenwart. Das hier und jetzt. Hier und jetzt packe ich hier hin. Aber jetzt studiere ich das Game und nehme den Block einfach mit hier hin. Good thinking. While it is impossible to bring a present cube to the future, ja. This clever trick allows you to have two. Weil dann verschwindet der Cube aus der Zukunft verschwindet dann. Aber wie komme ich hier weiter? Oder kann ich? Oh nee. Also ihr könnt aus der Zukunft Sachen mit in die Vergangenheit nehmen. Macht Sinn. Wenn ihr was aber von der Vergangenheit in die Zukunft mitnehmt, verschwindet das ja in der Zukunft, weil es in der Vergangenheit nicht mehr existiert. Ist das verständlich? Also wenn ich jetzt mein Handy... Wir nehmen mein wunderschönes Handy als Beispiel. Wenn ich mein Handy jetzt von der Zukunft hierher mache, habe ich 2 Handys. Wenn ich jetzt aber meins von hier in die Zukunft nehme, habe ich jetzt gar keins mehr. Eben. Dafür sollten jetzt aber in der Zukunft beide Würfel an der Stelle liegen. Na, ein bisschen weird. Mal gucken. Kommen wir hier durch? Wir dürfen hier weiter. Okay. Bis jetzt bin ich überzeugt von der Mechanik. Oh no, oh no. Also wir sind in der Gegenwart. Wir können den Coup holen. So, in the future, da ist er auch. Genau, und wir müssen den jetzt aus der Zukunft einfach mitnehmen, oder nicht? Was passiert, wenn ich den eigentlich mit in die Vergangenheit nehme? Also in dieses Jetzt und dann auf den Knopf drücke. Nein, warte mal, kann ich gar nicht machen. Weil... Ganz blödes Ding, wenn ich den bewege, disappeart der ja. Wie kriege ich den dann da wieder weg? Dass ich hoch kann? Was? Was passiert, wenn ich jetzt den... Ich will trotzdem wissen, was passiert, wenn ich jetzt dich mit in die Future nehme. Oh. Okay, er wird einfach aus dem Leben ausgelöscht. Ja, gut. Irgendwie macht das auch Sinn. Hm. So. Also wir können... Wir müssen auf jeden Fall... Nee, der muss hier bleiben. So. Na klar. Wenn ich den hier hochleg, dann ist er da. Nee, warte, so fällt der vielleicht runter. Schlechte Idee. Nein, der fällt runter. Aber wenn ich jetzt... Kommt man den nicht mehr dran. Kann man sich das... Kann man sich hier einbauen? Nee, kann man nicht. Du wirst jetzt gleich sowieso da oben weggedingst, weil ich den Kubus versetze. Also wir nehmen... Oh Gott. Bitte, wer hat sich dieses Konzept ausgedacht? Ich liebe diese Person. Das kommt hier hin. Ja? Dadurch updatet sich dieser Würfel. Den nehmen wir jetzt aber mit hier hin. Und wenn wir den da drauflegen, dann... Okay, ich habe mir das anders vorgestellt. So, und jetzt nehme ich den da. Wartet mal. Nee, ich kann den nicht da hoch hinlegen. Der da muss... Der verschwindet jetzt. Ich leg den jetzt da hoch, weil da komme ich safe nicht mehr hin. Und nehme mir aber stattdessen den hier. Komm schon noch an dich dran, oder? Ich hoffe, man kann sich hier nicht dingsen. Einbauen. Verbauen. Wo ist denn der? Okay, schnell genug bin ich auch safe nicht. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hallo? Weiß nicht, ob das so gut war. Ich lade den letzten Speicherpunkt.
Ja, laut den Zelt. Das Problem ist, wenn ich an den einen nicht mehr drankomme, bringt mir das alles nichts. So. This Cube. Jetzt. Den leg ich hier hoch. So, dass ich aber noch von... Nein. So, dass ich den da drüben nehmen kann. So. Jetzt ganz, ganz logisch. Wir nehmen den. Das hatte ich jetzt das schon die ganze Zeit vor. Packen den hier drauf. Nehmt den in die Hand und verändern seine Koordinaten. Der zerstört sich. Wir können hochfahren und zack. In meinem Kopf macht das Sinn. Macht das für euch auch so? Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr durchblickt. Ja, das ist problematisch. Kann ich das ändern? Kann ich... You're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Cool! Aber ich hab's so halb verstanden. Bitte was? Mhm. Ich komm da gar nicht hoch. Aber ich komm hier hoch. Ich verstehe. Und dann kann ich mich mit dem Würfel einfach hier hochbauen. Der Würfel verschwindet dann aber kurz darauf. Hä, das ist doch wieder genau das gleiche Prinzip wie gerade eben auch. Du nimmst den Zukunftswürfel. Platzierst ihn hier. Nimmst den Vergangenheitswürfel. Nee. Oh mein Gott. Du nimmst den Zukunftswürfel. Die Zukunft sieht schlecht aus. Wieso sieht das für mich eher aus wie eine Vergangenheit? Noch nicht restauriert. So. Knopf kommt hier hin. Und wenn ich das richtig sehe, brauchen wir... Nee. Warte mal, was? Müssen wir die tauschen? Kann das... Good. Nee. By now, you hopefully understand the concept of cost. Ja, ich hab das Konzept habe ich verstanden, aber das Rätsel gerade nicht. Das Rätsel war ein bisschen weird. Now, let's move on to something more interesting. Noch interessanter? Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es noch interestinger wird. More interesting. Die Mehrzahl ist more interesting. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.